Moin zusammen! Weiter geht's mit Tavern Master und ja, auch das zweite Geschoss ist schon bald fertig. Wir warten jetzt eigentlich nur noch auf die zweite Küche, ne? Warte mal, heute war Arbeiterjubiläum. In 3 Tagen achso, muss ich auch die Zeit starten. Ja, guck mal, die beiden Mädels gehen und jetzt kommt ja auch der Summer Service. Oh, das war's schon. Das ging ja schnell mit dem Zimmer aufräumen. Na, endlich ist die Band da und endlich hat sie sich auch mal anständig, also besser ausgerichtet als vorher. Das ist auch schon mal ein Applaus wert hier. Sehr cool. So, und heute war Arbeiterjubiläum. 100 Gäste, Wasser, Bier und Ale, alles für einen Fuffi. 50 Glühbirnen wollte ich gerade sagen, komme ich denn da drauf? 50 Erdbeeren brauchen wir dafür. So, Erbsen, Erbsen. Noch mehr Erbsen und Schinken kommen dann auch gleich. Sehr cool, guck mal. Endlich steht die Band richtig. Keine Ahnung, was da los war. So, ich mache aber mal ein bisschen die Zeit vor. Ich möchte eigentlich, hatte ich nur aufs Schlachtfest. Also, ja. Achso, das war schon. Alle Gäste bedient, 100. Und auf die Schlachtsiegfeier warte ich eigentlich nur. Wasser, Bier und Ale. Können wir mal auffüllen. Alter, ist der Tresen voll, ne? So, guck mal hier. Stärke 100. Zack, zack. Nur 2 Leute fertig. Wie geil. Zack, zack. Auch Abfahrt. Wenn ich es mit der Stärke noch schaff. %76, nee, lassen wir. Können eigentlich nochmal Erdbeeren. Ja, komm. Hier geht Erdbeeren holen, die letzten 3. So, Wagen beschützen, Nebelwald suchen, jagen im Wald, Dorfbewohner schützen und noch einen Wald suchen. Suche Stadtmärkte. Banditen besiegen, ist natürlich auch cool. Oh, Menü. Da ist wieder irgendwas ein Level aufgestiegen. Erdbeerkuchen, kostet jetzt 105. Okay, und hier scheinen die Schüsseln von der oberen Etage. Mal gucken, ob die verschwinden, wenn die dann abgeräumt wurden. Das sieht ein bisschen blöd aus. Blöd. Und Tagesaufgabe. Über 6600 an einem Tag verdient und 3 Sterne mit irgendeinem Essen verdient und 100 seltene Gäste bedient. Das war doch mal richtig erfolgreich hier heute der Abend. So. Kommen da auch noch 2 Gäste hier? Oder wie sieht das aus? Ach, 550 Münzen noch mehr Bonus. So, Gäste. Morgen kommen normale Gäste, ne? Ja, mehr oder weniger. Ja, kleine Hotelmöbel lasse ich mal. Ich gehe jetzt wieder auf die Küche. Und dann würde ich sagen, ja, die Mädels räumen noch auf. Ich weiß ja nicht, wann jetzt hier Gäste kommen. Auch kein Gast. Auch kein Gast. Da ist das Bett heute echt nicht vermietet worden. Verteidige dich einmal gegen Diebe. Verdiene mehr als 6600 am Dach und bediene 231 Kunden. Okay, bin mal gespannt, ob ich das an einem Tag schaffe. Ich glaube ja fast nicht. Super. Okay, ja, mit der Band passt das jetzt. Ob sie jetzt nach rechts oder nach links gucken, ist jetzt eigentlich auch wurscht. Hauptsache nicht irgendwie mit dem Rücken hier zu den meisten.
Cool. Oh, Krise, Pilz, passt alles nicht rein. Erdbeeren, noch mehr Erbsen. So, alles auffüllen. Alles auffüllen. Oh, warte mal. War das Salat? Die war doch super schnell hier. Kettle. So, dann können wir für Mittwoch auch nochmal wieder eine Veranstaltung planen. Ja, kann ich nicht. Geht nicht. Und wieder ein Arbeiterjubiläum. Nicht genug Zutaten. Okay, mir fehlen 50 Erdbeeren. Ernsthaft? Morgen kriege ich die. Tatsache. So, ein paar goldene Gäste hatten wir heute auch. Sicher war er bei 23 erst gewesen. So, ja, hier oben wird auch immer weiter ausgebaut. Wir könnten eigentlich jetzt nochmal so eine Sitzgelegenheit holen. Sitzplätze. So eine Luxusbank hier. In Rot natürlich, wie der Rest auch. Guck mal, so spät kommen hier echt noch Gäste. Mal gucken, ob die noch bedient werden. Oder ob das alles zu lange dauert. Da setzt sich auch nochmal wieder einer hin, um 20 nach 9. Guck mal hier. Kommt tatsächlich einer. Der Herr Henker ist müde. Ach, Tatsache. Und echt noch die Getränke trinkt, ne? Aber der Rest, der macht jetzt Feierabend, oder? Ja, die rennt hier noch mit einem vollen Becher rum. Nee, zurück in die Küche, trinkt keiner mehr. Und Tomatensuppe ist jetzt auch schon auf 2 Sterne hoch. Cool. Ich würde sagen, ja, direkt in den nächsten Tag beginnen. So, der hat einen 100er da gelassen. Wunderbar. Ein Tag noch. Dann kommt die Schlachtsiegfeier und die Forschung macht dann nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne, hoffe ich jedenfalls. Und dann mal gucken. Ich kriege ja 80 von den goldenen, ne? Ob ich die dann den Rest ins Fasslager schicke? Oder ob ich hier auf den Kamingrill gehe. Ich glaube auf den Kamingrill. Ja. So, Fasslager fülle ich halt selbst auf, ist jetzt auch kein Drama. Ich freue mich. Das hier läuft auch echt super, ne? Warte mal, noch eine Bar war ja nicht, das dauert. Und das ist aber bald soweit hier mit der Küche. Jo, 14. Warte mal, genau. Hätte doch hier. Guck mal, war ein Erfolg. War erfolgreich. War erfolgreich. So, noch mehr Erbsen. Okay, noch mehr Schinken. Erdbeeren habe ich halt gerade heute nicht. Dann würde ich sagen, Käse ist voll, ne? Pilze sind voll. So, dann flitzt schon mal los und hol ich hier. Was überhaupt? Kakao oder was? Schinken, Truthahn, Kokosnüsse, Walnüsse sind das, okay.
macht hier richtig schön mit der Forschung mit. 231 Kunden bedient, geil. Ich glaube, die 6-6 schaffe ich heute nicht. So, 13 goldene noch. Ja, ich gehe auf jeden Fall gleich auf den Kamingrill, dann kann da die Forschung schon mal mit wegarbeiten. So, wieder zwei Gäste. Ich mache dann nochmal 200 Münzen. Und? Doch 6600 noch verdient. Ach geil. Arnolfini-Porträt. Cool. Sehr geil. Und was haben wir hier? Spezial. Arnolfini-Porträt. Okay. Das könnten wir eigentlich nochmal hier ins Hotelzimmer mit reinhängen. Oder hier irgendwie? Nee. Ja, ich hänge es hier einfach mal hin. So. Sieht schon schick aus, ne? So, nächster Tag beginnen. Wieder 200 Münzen. Neue Tagesaufgaben. 267 Gäste und wieder 6600 Münzen verdienen. Sollte ich hinkriegen. Irgendeiner vom Personal hat irgendwas. Da hier, Fergus. Ist jetzt auch auf Level 10. Getränke einschenken. Guck mal, alle Gäste wurden schon bedient. Das ging ja richtig flott. So, dann ist Mittwoch, ist dann nochmal das Arbeiterjubiläum. Aber 160 kriege ich leider nicht rein in den Laden. So, mal hier auffüllen. Auffüllen. Alles auffüllen. Alles auffüllen. So, Erbsen. Das braucht noch jeweils einen Tag. Käse geht anscheinend nicht mehr so viel. Momentan. Erdbeeren brauche ich auf jeden Fall wieder. Guck mal, ich schaff das schon alleine. Ein Soldat alleine. Also sobald ich die nächste Küche bauen kann, das wird ja heute sein, dann werde ich auch nochmal zwei Truhen bauen können wahrscheinlich. Das wäre cool. Ja, guck mal, unten ist richtig volle Hütte. Und oben sind dann nur so vereinzelt irgendwie ein paar. Okay, nächste Bedienung hat irgendwie was. Nancy! Zack! Geschwindigkeit Treppen steigen. Ja, komm, 2,5. Und ich glaube, ich lasse das dabei. Alle Leute, alle Etagen. Können die sich gegenseitig besser unterstützen. So, je nachdem, wo zu tun ist, dann hilft ihr da gefälligst auch. So, nur noch 12. Dann ist die Forschung durch und wir können die nächste Küche bauen. Und dann geht es auch schon weiter an den Kamingrill. Und ja, übermorgen war das, ne? Also in den nächsten Tagen. Dann kriegen wir die nächsten seltenen Gäste für kleine Hotelmöbel. Forschung. Gott, zack, weiter geht's. Wir hauen jetzt nach und nach alle ab. Aber war hier irgendeiner nicht glücklich? Wo war denn jetzt? Gesamtgelder 1044. Aber ist hier nicht gerade einer wieder aufgestiegen? Oder? Nee, scheint nicht so. Achso, haha. Oberetage. Bauen. Küche. Und Tatsache, noch ein Counter. Das Beste daran ist, dass ich noch zwei Bedienungen einstellen kann. Ein Tellerregal. Und Tatsache, zwei Truhen. Eins, zwei. Pause. So, Untergeschoss. So, Pilze haben wir alles.
So, los geht's. Ich mach mal direkt auch wieder voll mit Pilzen hier. Los geht's. Dann haben wir in einem Tag und in zwei Tagen ja jeweils drei pro Tag, die jetzt losziehen. Muss ich hier natürlich auffüllen, und dann Köche und Bedienung einstellen. Das mache ich nochmal eben. Obwohl, nee, komm, die Gehaltskosten spare ich mir heute nochmal. Morgen geht's wieder los. So, und wir haben wieder über 6600 am Tag verdient, aber mit den täglichen Gästen, das schaffen wir heute wohl nicht. Dann waren ja nur 80. Aber der scheint auf Gesamt abzuzielen. Ja. Dann passt das wieder. So. Und weiter jetzt. Nächster Tag. Neues Spiel, neues Glück. Wir können nochmal zwei Trainerinnen einstellen. Kriegt 6 Getränke und kann sogar bis auf 8 Getränke. Kann 8 Getränke gleichzeitig. Geil. Noch eine Madeline und noch eine Nancy. Das ist cool. Okay, Köche wollte ich auch noch. So, 2 Bonus für jede servierte Suppe. Talbot und Reeves. Geschwindigkeit, war das schon richtig flott dabei. So. Erhalte 2 Münzen, ihr kann 2 Suppen gleichzeitig. Den hier wollte ich haben. So. Klasse, passt. Kann ich hier auch noch einstellen? Ich glaube nicht, ne? Forest? Ne, muss ein Forschungstisch sein. Nächster Tag beginnen. So, Tagesaufgabe. Erreiche 4 Sterne mit irgendeinem Essen. So, die Band kommt wieder. Da kommen wieder die Forscher. Ich weiß nicht, ob es an dem Bücherregal hier liegt. Ich kann es ja einfach mal tauschen mit dem hier hinten. Einfach nur mal testweise. Ob sie dann trotzdem noch hier hochlaufen oder ob sie dann zu dem Regal gehen, weil es an der Etage als erstes gesetzt wurde. Ich weiß es nicht. So, irgendein Personal hat hier irgendwas. Maria! Guck mal, gewinn 2-mal schnell Erfahrung. Geschwindigkeit, nee, Lesegeschwindigkeit, guck mal. Macht ein bisschen mehr Forschung am Tag. Sehr schön. Okay, bauen, Küche, was kann ich denn noch machen? Das war's auch erstmal schon, ne? Reicht auch. So, Lichter, kriegt hier eine Fackel rein. Auch hier kommt eine Fackel rein. So, ist so schön alles ausgeleuchtet. So, da ist wieder ein Mitarbeiterjubiläum und dann hinten dran direkt wieder eine Schlachtfeier. Schlachtsiegfeier. Warum stehst du an der Truhe? Was ist er denn jetzt? Ach Gott, ja, die geht unten Suppe kochen. Das ist natürlich doof. Wird Zeit, dass ich dann den Kamingrill und Requisite für Suppen. Also die beiden muss ich jetzt auf jeden Fall erforschen. Und guck mal, oh, da war sogar ein Königlicher dazwischen gerade. Ein königlicher Gast. Ich bin ja so stolz. Okay, wieder essen Käse. Geht jetzt für 95. Oh, warte mal. Schon wieder abends und ich habe meine Abenteurer noch gar nicht wieder losgeschickt. So, noch mehr. Zack, voll. 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 So, Erdbeerenpilze
Kiese, ist alles voll. Passt, würde ich sagen. Und ja, Forschung ist soweit auch durch. Ich muss jetzt echt die 130 goldene Gäste abwarten. Ich will unbedingt dieses nächste Rezept haben. Mit dem Schinken. Auf den Elite-Koch Henry freue ich mich auch schon. Ja, verteidige dich gegen Diebe, erreiche 267 Gäste pro Tag. Ach so, warte mal. Pause, Preise ändern, Preise reduzieren. Zack. Oh, guck mal, geschafft. So, dann hier wieder rein, Preise ändern, wieder erhöhen. So, passt schon. Mal alles auffüllen. Und weiter am Text. So, cool. Zimmer ist vermietet. Na, ich glaube, in der nächsthöheren Etage muss ich mal gucken, wie viele Gäste will man hier eigentlich haben. Kann ich gerade nicht gucken. So, wieder zwei Achter fertig gemacht. Die räumen noch auf, die Mädels. Und ja, essen, ne? Viel zu langsam, bis das fertig ist. Schade eigentlich. Okay, nächster Tag beginnt. Da kommt wieder ein Dieb. Super, haben wir die Aufgabe auch direkt erledigt. Erfolgreich gegen Dieb verteidigt. So, nur Desserts. Einen Tag lang. Okay, dann Brot geht raus. Das geht alles raus. Käse, Tomatensuppe. So, Äpfelkuchen, Kirschtorte, Apfelkuchen. Passt, nur Desserts für heute. Nochmal 600 Münzen Bonus. Ich brauche noch 36. Nee, guck mal, da ist die 260. Ich brauche noch 46 Punkte. Das sind noch ein paar Tage, bis ich dahin komme. Hier, okay, Worten. Lesegeschwindigkeit erhöhen. Was sagt denn die Vorschau? Ja, wir warten echt auf die goldenen Gäste. Sehr cool. Gasthof zum falschen Hasen. Sehr, sehr erfolgreich. Ich habe einen Haufen Kohle. Und die wird auch noch ausgegeben. Aber noch sparen wir da ein bisschen. Okay. Ach, hier. Lift. Befördert werden. Geschwindigkeit Treppen steigen, so auch auf Stufe 3. Oh, die Abenteuerregel schon wieder vergessen heute. So, guck mal, Fleisch. Auf geht's. Dann muss ich mal schauen. Pilze 50, 50, 20, 34. Ne, guck mal, können wir auch noch mal holen. Auf geht's. Und dann hier Erbsen. So, und los. Hast wieder vergessen. Wie lange ist noch? Morgen, guck mal, ist das Arbeiterjubiläum. Und, warte mal, da müssen wir die Forschung umstellen. Für heute kann ich es ja so noch auslaufen lassen. Vielleicht ist noch der ein oder andere goldene Gast jetzt hier im Laden, der dann gleich abhaut. Und dann wird morgen umgestellt auf seltene Gäste. So, Pause, Forschung beginnen. So, raus aus meinem Laden heute. 4000 plus gemacht. Sehr geil. Nächsten Tag beginnen. So, direkt alles einsammeln hier. Käse hatte ich, glaube ich, auch lange nicht.
Erdbeeren und Pilze müsste eigentlich auch schon wieder voll sein, ne? Erdbeeren, Pilze. Ja, nee, Erdbeeren kann ich. Pilze sind dann schon voll wieder. So, und hier schön. Cool. So, Obstschale Level aufstehen. Ach Gott, komm. Da war ja was. So. Belohnung. Gib mehr als 3-4 an einem Tag aus. Okay, ja, schade. Mit den Desserts ist noch nicht. Alle Fässer nachfüllen. Die Kisten, okay, die sind ziemlich voll. So, Tagesaufgabe erledigt. Okay, einen Tag lang nur Desserts. Das hatte ich doch eigentlich ausgewählt, ne? Guck mal hier, Brot, Kirschtorte. So, Steak, Fisch, das geht alles raus. Äpfelkuchen, Pilzsuppe, grüner Eintopf, Sahnebrötchen, Apfelkuchen und Obstschalen. Das sind Desserts, denke ich. Und, bom, erledigt. Cool. Die muss jetzt nur noch raus aus meinem Laden. Dann können wir auch die kleinen Hotelmöbel schon bauen. Morgen ist dann wieder normaler Tag. Und am Ende der Woche... Die hier will ich haben. Und guck mal, 60 Gäste, 202 Gäste. Also ich brauche hier echt mehr Tische und Sitzkapazität. Oder ich muss halt auf die dritte Etage auch nochmal irgendwie Gastro bauen. Aber in der dritten wollte ich ehrlich gesagt mit Gastro eigentlich nicht mehr so viel machen, sondern eher auf Hotel. Oder ich gehe in die vierte Etage für Hotel und mache in der dritten dann auch nochmal Gastro. Schauen wir mal. So, irgendwie jemand hat wieder irgendwas. Hier, Lana will befördert werden. 8 Getränke kannst du jetzt tragen. Sehr cool. Danke, Lana. Ja, 4 Sterne mit irgendeinem Essen und nur Desserts. Das machen wir dann morgen. So, wird Zeit, dass die hier alle abhauen. Gehe ich für morgen hier auf den... Ne, Quatsch. Morgen ist ja noch gar nicht, ne? Ne, die Schlachtfestfeier. Okay, cool. Dann können wir mit der Vorschau morgen hier bei den großen Hotelmöbeln direkt weitermachen. So, ja, große Hotelmöbel. Wieder 4000 plus. Geil. So, nächstes Menü. Erdbeerkuchen. Auf Level 4. Ach, guck. So, ein Tag lang nur Desserts und 4 Sterne mit einem Essen. Geil, da haben wir die beiden auch noch. Starry Night. Nächstes Bild freigeschaltet. So, dann gehen wir hier direkt wieder auf alle... Nee, Quatsch, nicht auf alle. Ich soll noch... machen. Steak. 23 Mal. Okay. Morgen kommt Steak auf die Karte. Da. Morgen machen wir nur Steak, dass die Quest endlich fertig wird. So, grüner Erbseneintopf. Ein bisschen was Vegetarisches. Gemüsesuppe. So. Und ein Apfelkuchen. So viel zum Plan für morgen. Oh, was kann ich hier? Genau, Starry Night. Nächstes Bild freigeschaltet. Da setze ich auch mal hier oben einfach mit rein. Obwohl es relativ groß ist. Ob das da sonst ist. Genau, Starry Night. Und dann geht es nach oben zu den Schlafbereichen. 3400 an einem Tag ausgeben. Sollte ich hinkriegen. Organisiere eine beliebige Veranstaltung. Einmal. Dauert ein bisschen. Steak werden gemacht. Diebe kommen eh immer mal nach und nach.
So, mit Pilz bin ich voll. Was sagt die Käsetruhe? Oha, nicht so voll. Dann, Männers, auf geht's. Käse holen. Erbsen sind immer gut. Und Walnüsse. Ah ne, schade, ich kann nicht mehr. Die Kiste ist voll. Schade, okay. Nächstes Gericht, Steak. Sehr cool. 75 pro Steak. So, der nächste Angestellte, Jack, der Koch. Fähigkeit für Suppen. Ja, mal ein bisschen erhöhen hier. Ich glaube, noch ein aufgestiegen, ne? Madeleine. Treppen steigen. Oh, noch einer hoch. Alice. Geschwindigkeit tragend. Oh, auch sehr, sehr gut. So, dann war es das jetzt aber auch mit Angestellten. So, gib 3-4 an einem Tag aus. Ja, ich würde sagen, dann gehe ich hier in die Dekoration, hole einfach mal zwei Ritterstatuen. Eine für hier, eine für da. Dann habe ich nochmal 1.500 und dann ist auch diese Aufgabe erledigt. Cool. Ja, würde ich sagen, nach dem Tag mache ich dann noch erstmal wieder eine kleine Pause oder nehmen wir den Freitag noch mit. So, Menü. Levelaufstieg. Grüner Eintopf. Oh, ist auch schon auf 3 Sterne. Ja, Menü nehmen wir jetzt alles wieder rein. Es sei denn, am nächsten Tag kommt wieder die Aufgabe, keine Ahnung, Gericht XY so und so viel Mal, dann machen wir das natürlich. Gemüsesuppe, sehr cool. Auch ein Level hoch. Gibt mehr als 3-4 an einem Tag aus. Das hatte ich doch, ne? Genau, beansprucht. Okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, einen Tag lassen wir auf Schnelldurchlauf gleich nochmal durchrauschen. Und dann, cool. Bett gemacht. Und dann, warten wir drauf, dass die Veranstaltung dann kommt am nächsten Tag, beim nächsten Mal. Ja, weitere Veranstaltungen hätte ich jetzt eigentlich gar nicht. Oh, bediene seltene Kunden. Okay. Zack. 160. Ah, 50 Erdbeeren brauche ich dafür, ne? Warte mal. Pause. So, Pilz ist voll. Käse, Erdbeeren. Sehr cool, sehr cool, sehr cool. So. Sehr schön. Sonderveranstaltung. Und Erdbeeren brauchen. Erdbeeren und Käse. Und, was sagen Erbsenvorräte eigentlich? Schaffe ich das hier? Nein. Na, guck mal. Walnüsse auch noch. Wunderbar. So, 290 Gäste am Tag. Ich hatte unten 56, war das, ne? Und oben 60, dann bin ich bei 116. Nee, das reicht nicht. Ich muss echt die dritte Etage auch noch irgendwie Gastrobereich machen. Ein bisschen zumindest. Ansonsten kann ich das mit den Veranstaltungen knicken, dann kriege ich den Sonderbonus nicht. Wo ist mein Koch eigentlich? Ist der unten oder was macht er da? Ah ne, hat gekocht. War am Grill und jetzt rennt er den ganzen Weg nach oben, ne? So kann man natürlich auch Zeit verschwenden. Ja, nimmt er Zutaten, rennt nach unten in die Küche. An den Grill. Boah, anstatt dass die beiden hier irgendwie mal grillen, ne? Nee. Oh, warte mal. Jetzt möchte ich mal was testen. Den Grill gedreht und bin von der Rückseite auch frei. So. Jetzt muss ich nämlich mal aufpassen, ob die vielleicht sogar von zwei Seiten dann grillen gehen. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht haben wir ja Glück. Warte mal, Küche. Penning-Grill. Ja, schade, keine Info dazu.
So, die Forschung ist da am Blubbern. Und morgen ist die nächste Schlachtsiegfeier. So, ich glaube, die hatte ich losgeschickt heute, yes. So, wieder ein Angestellter. Lorraine will auch auf Level 8. Treppe steigen. Tempo erhöhen. Okay, gegrillt wird hier nichts. Okay, er grillt noch. Aber das wird nicht mehr ausgeliefert. Jetzt schade eigentlich. Oder? Oh, doch, Tatsache. Oder? Na, egal. Gut, würde ich sagen, mal hier nochmal einen kleinen Break. Können wir mal ein bisschen abräumen lassen. Eine Nonne liegt mit einem jungen Burschen im... Aha, aha. Die Nonne mit dem jungen Burschen. Ja, klar, das ist Zufallsbegegnung zusammengewürfelt hier. Sehr wahrscheinlich. Okay, klasse. So, ja, wie gesagt, Forschung. Morgen war das mit der Schlachtsiegfeier. Gut, da müssen wir die Forschung nochmal wieder hier stoppen und auf Kamingrill umswitchen. Wir kommen morgen 80 rein, ja, bleiben 24 über. Schade ist dann halt so. Und ja, ansonsten werde ich in Zukunft mal auch eine andere Veranstaltung starten. Wahrnehmen der Schlachtsiegfeier war nichts mehr. Nee. Ich konnte noch die Henkersfeier für 160 Henker, glaube ich, feiern. Veranstalten. Das wäre dann hierfür später ganz cool. Aber ich brauche auf jeden Fall noch eine Etage. Unbegrenzte Küchen. Wäre nicht schlecht. Reicht auch schon, einen Counter hinzustellen, dass da nur zwei Mädels dran sind. Die können ja auch dann parallel sich eh noch mit um Getränke kümmern. So, Zimmerservice. So. Niedrige Priorität, okay. Liv. Nancy. Gut, niedrige Prio auf Zimmerservice. Catelyn, Alice. Das macht nämlich nur Marion, weil die einfach die größte Laufgeschwindigkeit hat. Die ist einfach am schnellsten dann da und auch wieder weg. Und da müssen da nicht zwei Mädels hinlaufen, sondern da macht das eine komplett fertig. Oh, meine Forscherin ist traurig. Pilzsuppe für 115 mittlerweile. Ja, rein ins Inventar. Ins Inventar sag ich schon, in die Angestelltenverwaltung. Maria ist traurig. Und ich habe nicht aufgepasst, ob... So, ob sie aus dem Buch hier jetzt Regal was rausholt. Schauen wir nochmal ganz schnell rein. Ja, guck mal, jetzt holt sie nämlich hier aus dem Regal ein Buch. Er auch. Und der andere Forscher von hier oben auch. Sehr wahrscheinlich. Dann lag es wirklich daran. Okay, dann müsste ich das Regal am besten hier hinsetzen. Dann haben die alle einen etwas kürzeren Weg. Okay, dann haben wir das Problem auf jeden Fall gelöst. Organisiere eine Veranstaltung ein beliebiges Mal. Ja, aber wie gesagt, ne, hier mache ich erstmal eine kleine Pause. Und dann 650 Münzen mitnehmen. Und dann sehen wir uns bald wieder. Viel Spaß weiterhin. Bis bald. Und ciao.